Hallo und herzlich willkommen zu Tag 7 unserer Survival Week. Wir haben 4 Uhr und also 4:30 Uhr und 4 Uhr beginnt jetzt doch der Tag. Ich weiß nicht warum. Frag mich nicht, warum der Tag jetzt so früh schon beginnt. Ist mir auch egal. Das ist der letzte Tag. Das heißt, wir haben jetzt unseren gechillten Sonntag, ja. Und am gechillten Sonntag will ich nicht so schnell das Haus verlassen, sondern eher am gechillten Sonntag. Da. Nehmen wir uns Essen. Wir haben ganz viel Essen. Wir haben ganz viel Wasser. Wir haben Bandages. Wir haben dies, das und jenes. Hier ganz viel Waffen, die wir nicht benutzen können, weil wegen Baum. Medizin. Medizin, da könnten wir mal die einfach mitnehmen, weil wir es können. 5 passen nur rein. Und ach, scheiß drauf. So, dann werde ich hier den ganzen Mist mal reintun. Das nehme ich vielleicht auch mit. Man weiß ja nie. Pass auf. Das kommt mit. So. Hier. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und hier, nimm das. Und dann werden wir in die Welt ziehen und einfach noch ein bisschen gucken, was wir so finden. Vielleicht finden wir ja noch ein Schneebiom oder irgendwas Witziges. Weil wir haben Tag 7 und oh. Stimmt, wir sind ja in 3-stöckigen Haus haben. Und deswegen, Verwirrung. Ja, ich nehme jetzt Tag 7 etwas weiter entfernt von den anderen Tagen auf. Deswegen bin ich jetzt gerade nicht unbedingt im Flow. Macht aber nichts. Ich kann das trotzdem. So, kurz wieder zumachen. Sicher ist sicher, falls wir denn hier weitermachen sollten, dass wir noch sicher sind. Halb verschluckt hier. Okay, wohin könnten wir denn mal gehen? Wir haben noch nicht so viel entdeckt. Wir sind hier lang gelaufen. Richtung Wüste. Wow, wir sind echt weit gelaufen. Was ist denn hier passiert? War das so Absicht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Okay, wir gehen mal nach Norden. Wie wär's damit? Wo ist denn Norden? Das ist Westen. Das ist Süden. Das ist Norden. Also quasi hier lang. So, wir haben Wasser, wir haben Essen. Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen, ja, erkunden. Vielleicht finden wir ja wirklich noch irgendwas Cooles, was wir noch nicht gesehen haben. Das wäre ganz nice. Dann laufen wir mal dem Stechwetter entgegen. Irgendwie ist hier ziemlich diesig gerade und nebelig und stürmisch. Also nicht stürmisch, sondern sandig. Ja, der Sand weht hier durch die Gegend. Yeah. Ja, ich weiß. Und ich freue mich auch schon, ehrlich gesagt, aufs nächste Spiel. Zu sagen ist natürlich, dass morgen kein Video kommen wird zur Survival Week, einfach weil die Gamescom jetzt demnächst ansteht und ich würde gerne quasi die volle Aufmerksamkeit auch noch auf diese Videos hier lassen. Also drauf lassen. Deswegen wird es in der Gamescom-Woche keine Survival Week geben, aber an einer Woche danach direkt geht's weiter. Wollte ich nicht eigentlich die Straße lang laufen? Ah, die kommt da, die trifft mich wieder. Da ist wieder ein fliegendes Haus. Cool. Ich habe schon mal ein fliegendes Haus gesehen. Das ist ganz witzig. Wenn man drüber läuft, fällt es zusammen. Das finde ich extrem witzig. Chill. Das ist so ein Metallhaus, krass. Treffen wir gelernt sein. Jetzt stirb doch, hallo? Köpfli! Geht doch. Lass das. Ach so, weil ich Ding jetzt hab. Keine Ausdauer. Wow! Jawohl! Ja! Alter! Heftiger Shit! Flog mir ein Stück Metall ins Gesicht, ey. Hätte wehtun können. Wow! Yeah! Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können und Metall definitiv, ey. Fliege zu mir. Und den Zombie hat's auch gekillt. Geil. Habe ich alles? Ja. Ha, wie geil, wie geil, wie geil. Haben wir noch was Cooles gesehen, auf jeden Fall, zum Abschluss. Sehr, sehr geil. Okay, guck mal kurz, wie viel wir gekriegt haben. 54 Scrap Metal. Geil. Das ist super. Damit kann man. Also, ich glaube, die sind richtig viel in Masse hier. Wer meckert hier rum? Ach, halt die Klappe, dummer Zombie. So. Weiter in diese Richtung. Nehmen wir mal diese Richtung, nehmen wir die Straße. Vielleicht findet die ja, führt die uns ja zu noch irgendwas Interessantem. Ich habe schon mal halt so ein großes Waldhaus gesehen.
Ein doppelstöckiges, das habe ich leider nicht zum Einschluss gekriegt. Schade eigentlich. Oh, da ist noch ein Haus. Wäre lustig gewesen. Ah, hier in der Wüste sind diese Metallhäuser. Das ist auch eine Idee, sich am Anfang so ein Metallhaus zu schnappen. Das ist aber das erste Mal, dass ich überhaupt sehe, wo ich schon ein paar Mal durch die Wüste gegangen bin. Auch zweistöckig. Aber es ist aus Metall. Das ist richtig geil. Das hält echt lange. Wo bist du? Nicht du? Ach, das ist eine Garage nur. Okay. Ach, da ist jemand drin. Ach. Ist ja ganz schön doof, hä? Wo wollte ich hin? Ja. Endet die Straße da hinten irgendwo? Oder warum finde ich den Rest der Straße nicht? Kann sein, dass sie da endet irgendwo? Oder die macht einen Bogen? Keine Ahnung. Wir gehen mal hier lang. Bin halt immer noch infiziert, was ist echt ein bisschen nervig ist, weil das nämlich meine Ausdauer ein bisschen reduziert. Also ich verbrauche die Ausdauer schneller. Das ist schade. Naja, was soll's. Wir kommen auch so gerade ganz gut klar, denke ich. So, okay. Haben sie noch irgendwas in der... Ah, hier, die Dingens da. Der Pfad führt zur Straße zurück. Von dem lustigen Garagenhäuschen. Haltet die Klappe, ihr Zombies. Und geht mir nicht auf den Sack. Rein theoretisch könnte das zur Straße führen, muss aber nicht. Aber ich finde, es ist hier irgendwie biomtechnisch echt viel Wüste geworden. Ich habe sehr wenig der anderen Biome gefunden. Wenn dann halt nur Berge bzw. Schnee. Gibt es überhaupt noch was anderes? Ich weiß, es gibt Burned Forest, das gibt es. Sollte diese normalen Plains, sollte es auch geben. Aber irgendwie habe ich die noch nicht so wirklich gesehen. Doch Plains schon, aber auch nur am Rand von den Bergen. Und, ja, da wird es halt immer gleich so bergig, so mega. Das ist immer nicht ganz so toll. Wo führt's hier hin? Ich höre Wasser plätschern. Ist hier eine Oase? Abwacht. Ich glaube, hier ist eine Oase, ja. Aber ohne Wasser irgendwie. Aber Oase, weil hier ist... Stimmt, hier ist buntes Gras. Ist ja witzig. Und hier hat es wieder aufgehört. Ah, dann ist wahrscheinlich irgendwie so ein ausgedörrtes Flussbett oder so. Cool. Ist ja süß gemacht. Oh, hier kommt irgendwie eine Kaktushain oder so. Ja, hier ausgedörrtes Flussbett. Interessant, interessant. Cool, cool, cool. Aber immer noch trotzdem nur Wüste. Ich hätte gerne mal ein anderes Biom hier. Können wir das mal einrichten, bitte? Für mich und für die Zuschauer. Das wäre wunderprächtigst. Oh, guck mal, hier ist sogar... Ja, hier ist eine richtige Oase mit Wasser. Sollte man trotzdem nicht trinken. Muss man vorher destillieren. Essen. Ah, jetzt will's, okay. Oh, sind wir bei Wellness von 100, das ist immer gut. Okay, Karte, sag was. Karte sagt, hier ist nur Wüste und nichts als Wüste und noch mehr Wüste und oh Gott. Komm schon, ich würde gerne noch was mehr zeigen vom Spiel. Das wäre schön. Außer einstürzende Häuser. Oh, noch eine Oase, beziehungsweise ein kleines Flussbett, was noch gefüllt ist. Cool. Da vorne ist noch anderes Gebiet oder ist es so ein Fleck von was weiß ich nicht was. Da ist was. Ist das anders oder kommt mir das nur so vor? Es sieht anders aus. Ach, lass mich doch in Ruhe, ihr blöden Zombies. Doch eh keine Chance. Sieht nur anders aus, aber dasselbe. Bergig. Hügelig. Hier ist noch so ein Fleck grün. Ha, wir gehen einfach mal immer weiter. Vielleicht finden wir ja noch was. Das sage ich jetzt schon ein paar Mal und trotzdem noch nichts gefunden. Ne? Warte mal, können wir vielleicht... Moment. Habe ich? Moment. Das machen wir jetzt eben. Und zwar
machen wir wie folgt. Continue Game. Genau. Hier. Cheat Mode ist sogar on. Wunderbar. Dann wollen wir jetzt mal ein cooles Teil spawnen, mit dem wir ein bisschen durch die Gegend flitzen können. Ha? Was in dieser Alpha neu ist, was ich sehr gerne mal ausprobieren wollte. Und zum Selbstdingseln vielleicht ein bisschen zu teuer ist auf die Schnelle. Mal eben der Dame mal hier kurz aus dem Weg gehen. Oh, wie heißt denn das Ding? Scheiße, das weiß ich gar nicht. Können wir uns mal eben kurz hier irgendwie verpieseln? Oder ich mach sie eben platt. Wie viel sind's denn? Die hier unten, die Frau? Ich laufe mal kurz ein Stück hier rüber. Oh Gott, ich ziehe ständig Aggro. Ja, Haunted, ist egal, komm hier. Oh Gott. Ja, wo finde ich denn das Ding? Scheiße. Keine Ahnung. Okay. Ich habe vergessen, wie es heißt. Das ist das Problem. Dann laufen wir halt so weiter. Sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Irgendwie schon, ja. Keine Ahnung, wir laufen halt weiter. Ich habe Pech gehabt. Wenn ihr halt den Roller slash Buggy slash whatever, ja, chill doch mal, schreib mich nicht dran, Mann, sehen wollt, dann müsst ihr wohl am Ende für Seven Days to Die voten. Ich denke, ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde, weil es ja noch eine ganze Weile dauern wird, bis ich eine Art Vote überhaupt erst starten kann, denn ich will ja ziemlich viele Spiele zeigen und von daher dauert es immer eine Weile, bis... Ist da vorne? Da vorne ist Flachland, oh mein Gott. Leute, wir haben noch ein anderes Biom gefunden, oder? Ist dort. Hier wird. Ah, oh, guck mal. Hier wird grüner. Es wird grüner. Jo. Es wird grüner. Ich fasse es nicht. Ist ja der Wahnsinn. Ja. Ein bisschen Steppe. Nicht viel, aber ein bisschen. Ach ja. Immerhin. Ach, halt doch alle die Klappe. Bisschen Stepper haben wir, naja. Na, viel ist es nicht. Egal. Hauptsache ein bisschen grün in der Einöde hier draußen. Oh. Und da ist ja auch schon wieder zu Ende. Oh. Ein Reh in der Wüste, ja klar. Wem willst du das erzählen? Egal, da vorne ist ein cooler Bogen. Guck doch mal das Ding an, das ist ja cool, die Steinformation da vorne. Hallo, Reh. Das sieht cool aus. Yay, Arc de Triomphe. lustig. Sonst noch was Tolles auf der Karte zu entdecken, was wir nicht gesehen haben. Nee, nur Scheiße, nur Wüste und nichts als Wüste und Sand und Büsche und Kakteen und noch mehr Sand. Ganz schön blöd. Nom nom nom. Ja, bitte? Ja, lass mich in Ruhe. Ah! Haben wir hier vielleicht noch was anderes Neues? Nö, ne? Jetzt hat noch ein Stückchen Grün und dann Berge und Sand und eine kleine Oase mit Plätschergeräuschen ohne Wasser. Naja, ist ja nett gemeint. Vielleicht eine Fata Morgana oder so. Wer weiß. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Was ich euch nicht verraten werde, ist, was das nächste Spiel ist, das in 2 Wochen kommt. Ah, also in einer Woche, also in. Einer Woche halt, ne? Einöde. Überall ist Einöde. Da ist noch wieder ein bisschen Grünstreifen. Und sonst ist hier... Da ist eine Horde. Seht ihr die? Da vorne. Krass. Frisch gespawnt. Der gehen wir mal fein aus dem Weg, meine Freunde. Das ist nämlich... nicht so lustig. Oh, es ist windig.
Da latschen sie die Massen. Weil sind noch kleine Massen, so ist ja nicht, ne? Schon Schlimmeres gesehen, definitiv. Okay, chill, chill, chill. Ich hau ab. Tschüss. Tja, die ist auch wieder zu Ende. Da würde ich sagen, oh Mann. Wir haben nichts Interessantes mehr gefunden, noch eine kleine Oase. Hier ist noch ein grüner Streifen gewesen und sonst echt nichts. Oh, wir sind schon fast wieder in der Stadt. Toll, sind im Kreis gelaufen. Super. Naja, ich würde sagen, das war's mit der Survival Week, beziehungsweise Survival Woche Nummer 1. Tag 7 ist vorbei. Und ich würde sagen, freut euch aufs nächste Spiel. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was oft gefragt wurde. Und bis dahin, ciao, ciao.